Liebe Naturfreunde, herzlich willkommen in einem neuen Film auf meinem Videokanal. Der Begriff Unkraut ist ein völlig irreführender Begriff und sollte schnellstmöglich ersetzt werden, denn das, was wir im Allgemeinen unter Unkraut verstehen, stellt in Wahrheit die Lebensgrundlage bzw. ein Großteil der Lebensvoraussetzung für unsere Insektenwelt dar. Ein dringendes Umdenken muss auf jeden Fall stattfinden. An unseren Waldwegen, an Feldwegen, an Wegesrändern und auch in unseren Gärten lassen sich eine große Anzahl an Wildblumen finden, die alles andere als ein Unkraut darstellen. Und unter den vielen wunderbaren kleinen Pflänzchen möchte ich einige Ihnen vorstellen, die einfach nur ganz einzigartig und wunderbar sind, wie zum Beispiel das Leberblümchen. Das Leberblümchen kommt schon im März und ist eigentlich gar nicht so ein wirklicher Insektenmagnet, aber es besticht einfach durch seine wunderbare Schönheit. Oder die Schlüsselblume. Im zeitigen Frühjahr sind die Wälder voll mit Buschwindröschen.
Hier haben wir einige Adonisröschen an einem Waldrand gefunden. Sind sie nicht wunderbar? Oder die einzigartige Küchenschelle, die auch schon im zeitigen Frühjahr blüht. Neben dem schmackhaften Sauerklee lässt sich jetzt auch die Frühjahrsblatterbse sehen. Märzveilchen. Mitte April. Und der hohle Lärchensporn existiert in zwei Farben, in Weiß und in Lila.
Stundenlang habe ich mir die verschiedenen Insekten angeschaut, die das Wiesenschaumkraut besuchen, wie zum Beispiel der Zehfalter oder zahllose Wildbienen. Einer unserer schönsten Weißlinge legt im Frühling am Wiesenschaumkraut seine Eier ab, der Aurorafalter. Alle Wildblumen, liebe Naturfreunde, kann ich jetzt nicht im Einzelnen benennen. Und das ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist einfach nur zu erkennen, wir besitzen einen Schatz, einen sehr großen Schatz. Es ist wirklich ein riesengroßer Schatz, den wir bewahren sollten, den wir nicht bekämpfen sollten. Wir sollten uns vor Augen führen, dass all diese Wildblumen keine Unkräuter sind, sondern eine Bestimmung haben in unserer Natur. Sie haben einen Platz und er ist sehr wichtig für unsere Insektenwelt. Und wir sind alle abhängig von unseren Insekten und sollten sie schützen und nicht bekämpfen.
Auf einem Rasen dürfen ruhig ein paar Blumen stehen. Die Insektenwelt dankt es. Und letztlich sind wir davon alle abhängig. Ich hoffe, mein kleiner Beitrag hat euch ein bisschen die Augen geöffnet und euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Frühling und einen schönen Sommer. Der Löwenzahn ist im Frühling bei den Schmetterlingen wirklich ein Publikumsmagnet. Hier ist der kleine Feuerfalter bei der Arbeit. Aber auch andere Schmetterlinge lassen sich vom Löwenzahn hauptsächlich im Frühling anlocken.